Hallo Carsten. Hallo. Wie geht's dir? Mir soweit, so wie uns allen in dieser doch sehr schweren Lage, ich sag mal auf der ganzen Welt, muss man ja sagen, aber wir können nur hoffen, dass wir es bald überstanden haben. Aber Ja. wir tun alles dafür, dass sich etwas verändert, hoffe ich. Ja, es scheint ein bisschen lockerer geworden zu sein jetzt gerade, oder? Wie nimmst du das so wahr in Deutschland? Ich bin in der Schweiz gerade. Ja, dafür kannst du ja nichts, aber. Ja. Hast auf jeden Fall die Berge, auf die du hochklettern kannst, aber da oben wird es nicht anders sein. Ja. Aber nehme ich das wahr. Also ich bin ja nur selber in der Politik mittlerweile und ich Ja, habe ich gesehen, ja. Geil. sehe und erhöre Dinge, die mir missfallen, auch manche Sachen, die gut laufen. Aber wenn Menschen, die aus meiner Sicht die Bodenhaftung verloren haben, Politik machen und das für Bürger und überhaupt nicht wissen, was die Ängste, die Nöte und die Sorgen der Bürger ausmacht, läuft was falsch. Aber das ist nicht erst jetzt so, das ist schon seit langem so gewesen. Ich bin ein großer Fan von Helmut Schmidt gewesen. Das war für mich noch ein Politiker. Die ja heute sind für mich, viele sind für mich einfach bloß noch, ja, irgendwelche Lobbyisten oder ja, Systemmarionetten, wie wollen wir es auch immer nennen. Es gibt gute, es gibt nicht die Politiker, es gibt gute und es gibt absolute Vollpfosten, muss ich deutlich sagen. Und ich sage mal wieder, in der Krise beweist sich der Charakter. Wer hat das gesagt? Helmut Schmidt, richtig, der hatte auch ihn. Und die da heute sind, ja. Also ich wollte nie in die Politik gehen, das war nie mein Ziel, aber wenn du dich in Deutschland für den Kinderschutz einsetzt, dann bist du automatisch irgendwann politisch, wenn du bestimmte Grenzen überschreitest. Und mittlerweile war ich ja nicht nur in Deutschland, sondern was in Österreich, ich bin mit dem Thema weltweit und das hätte ich niemals gedacht. Dass das daraus resultiert, weil ich wollte ja auch nur meinem Sohn helfen, so wie viele Eltern auch, nur halt habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Da stimmt was gewaltig nicht. Und das nicht nur bei Mobbing, sondern bei Missbrauch, bei sexualisierter Gewalt, Gewalt im Einzelnen gegen Kindern. Und jetzt könnte man noch tausend andere Themen natürlich nehmen, aber ich habe mich auf den Kinderschutz bezogen, weil die Kinder einfach mal, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch ganz besonders in der Schweiz so. Ich könnte dir Geschichten über die Schweiz erzählen, aber die weißt du vielleicht selber auch. Besonders was das Thema Mobbing betrifft. Aber entscheidend ist, die Kinder haben keine Lobby, weil sie keine Steuern zahlen, weil sie keine nicht wählen können, weil sie auch noch Geld kosten. Und ja, deswegen nimmt man bestimmte Themen vielleicht nicht so ernst. Und weil die Kinder keine Lobby haben, habe ich ihnen meine Stimme gegeben. Und ich muss schon weit, weit reisen, um jemanden kennenzulernen, der eine lautere, intensivere Stimme hat als ich. Soll keine Eigenwerbung sein, aber ich weiß, dass ich sehr laut sein kann. Und traurig, dass ich es muss. Es ist nicht traurig, dass wir laut sein müssen und für Kinderschutz kämpfen müssen. Ja, ist klar, Und ist das so, bin ich bei dir. in allen Ländern übrigens, ja. Ist traurig. Und deswegen muss ich was ändern. Und deswegen auch mein Schritt jetzt, die Entscheidung. Wir haben jetzt Wahlen. Also, sagen wir mal so, natürlich hat man immer mal wieder darüber nachgedacht, du kannst es ja auch machen. Aber jetzt ist Wahljahr, in 5 Jahren ist es erst wieder soweit. Und diese ganze Pandemie hat mir gezeigt, nee, nee. Also, nee, nee. Da musst du einfach was sagen. Und das habe ich auch. Und ohne mich zu verbrennen, viele haben ja auch was gesagt und Ja, wurden ja, gleich. ja. Also, man hat es versucht, klar, jeder, der kritische Stimmen stellt, aber ich habe ja nie was geleugnet. Aber man konnte ja auch nicht leugnen. Und das kommt ja auch dazu, dass ich viele Dinge, die jetzt rauskommen, schon vor, ja, von dreiviertel Jahr gesagt habe, ohne die Theorie zu machen. Sondern das ist eine. Denn jetzt muss man bedenken, dass ich dieses Verhalten ja schon kenne. Seit 8 Jahren verhalten sich die Politiker beim Kinderschutz ja genauso. Das heißt, nur ein anderes Thema. Und deswegen fand ich das auch nicht so, war ich auch nicht in vielerlei Hinsicht überrascht. Ja, und ja, du siehst ja jetzt die Intensivbettenskandale, die PCR-Tests, selbst der Erfinder der PCR-Tests hat damals gesagt, ja, du kannst da viel, viel mitfinden, aber kann auch ganz schön in die Hose gehen. Ja? So. Aber weißt du, ich will nur meinen Beitrag dazu leisten, etwas zu verändern. Und ich glaube, rückwirkend in den letzten 8 Jahren kann ich schon sagen, ein bisschen was habe ich bewegt, wenn ich Gesetze mit verändert habe. Aufgrund meiner Arbeit überhaupt erst in den Bundestag kam. Geil. Ja, ich find's mega geil. Ich find's sehr erstaunlich, dein Werdegang und was für eine Kraft und Power du auch auf die Straße gebracht hast. Du hast jetzt so viel gesagt, so viele verschiedene Themen. Ich würde gern dort einhaken, du hast gesagt, du wolltest nie in die Politik. Bist aber jetzt zu dem Punkt gekommen, dass, wenn du weiterkommen möchtest, du in die Politik gehen musst, weil Ich ansonsten irgendwo. werde dir das anders erklären. Weil irgendwo die Grenzen auch da sind, oder? In deinen Genau, Handlungen. ich bin jemand, der immer so eine symbolisch erklärt, dass die Leute das verstehen.
Also nehmen wir jetzt zum Beispiel das Thema Mobbing, was ich begonnen habe. Also mein eigener Sohn wurde Opfer von Mobbing. Aufgrund der Tatsache, dass ich selber erlebt habe, weiß ich, wie es anfängt, was es mit dir macht, wo es dich hinbringt und wie verzweifelt man ist und wie hilflos und vor allen Dingen, dass die meisten sich nicht anvertrauen. Als ich damit angefangen habe, wollte ich nur meinem Sohn helfen, habe dann gemerkt, das Problem ist, hat sich überhaupt nicht verändert, es ist noch schlimmer geworden und es ist mittlerweile digitalisiert und damit außer Kontrolle. Der Cybermobbing ist ja eine ganz andere Dynamik. Mhm. Und was ich halt nicht wusste, aber dann, als ich mich damit immer mehr tiefer befasst habe, das ist immer, wenn du eine Scheiße wühlst, dann machst du dich schmutzig, dass ich gemerkt habe, dass sich jeden Tag deshalb ein Kind in Deutschland umbringt. Übrigens auch in der Schweiz und oft. Ja. Und auf der Welt sind Wahnsinn. Ist eh krass. Das ist ja das, was sich umbringt. Und was ist mit den 5 bis 6, die es probieren? Und das war vor der Pandemie. Es wurden noch nie so viele Suizide begangen wie jetzt während der Pandemie. Dazu kommen Existenzängste etc. So. Und dass ich das mitbekommen habe, war ich einfach stinksauer. Und dann gehst du zu Politikern, zu Verantwortlichen und redest darüber und merkst bloß, mehr oder weniger haben wir keine Zeit für, das geht dich nichts an, du übertreibst, du bist ein Spinner und so nach dem Thema, was willst du überhaupt? Und bei mir ist das so, ich komme aus Berlin-Neukölln. Und Berlin-Neukölln ist so ziemlich alles andere als die Schweiz, okay? Mhm. Na gut, es gibt auch in der Schweiz ein paar. Ja, wir sind schon spezielles, spezielle Spezies, sage ich mal. Und wenn du da groß geworden bist und mit Gewalt groß geworden bist, dann kennst du einen Mechanismus. Und der ist, wenn man mir etwas verwehren will, wenn man mir sagen will, was ich darf und was ich nicht darf, dann triggert man mich. Mhm. Der einzige Mensch, der mir was zu sagen hat, den sehe ich jeden Morgen im Spiegel. Und zwar beim Zähneputzen, wenn rechts und links neben mir meine Kinder sind und die mir sagen, wo es lang geht. Das sind die einzigen beiden Menschen. Ansonsten folge ich meinem Herzen und meiner Bestimmung. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal das Thema Mobbing so weltweit oder zumindest im deutschsprachigen Raum extrem sensibilisiere und eine Welle auslöse, weil das ja nicht mein Ziel war, sondern ich wollte nur meinem Sohn helfen an der Schule, der nach 2 Tagen Grundschule Opfer von Mobbing und Gewalt geworden ist, weil er von 4 Jungs zusammengeschlagen wurde. Ich war genauso hilflos, verzweifelt wie jede andere Mutter und Vater. Ich habe die Schule besucht, bin hingegangen und habe dann gemerkt, wie man es versucht abzutun, zu verharmlosen und teilweise eine Schuldumkehr zu machen, ohne mich überhaupt zu fragen, wer mein Sohn ist. Und noch viel schlimmer, ohne zu fragen, wer ich bin. Ja, krass. Und dann habe ich gesagt, Sie wissen nicht, wer ich bin, nicht wahr? Na, ist nicht schlimm. Und dann habe ich bloß eine Frage gestellt. Sagen Sie mal, kicken Sie an Fernsehen? Welchen Fernsehsender mögen Sie am meisten? Oder welche Zeitung lesen Sie am meisten? Haben Sie irgendeinen Favoriten? Die stehen nämlich morgen da unten. Und dann habe ich etwas gespürt, was ich in der Politik und im Schulsystem überhaupt in der Öffentlichkeit immer wieder spüre, wenn es um Kritik und Missstand geht. Redest du von der Presse und Öffentlichkeit, dann gibt es so ein Geräusch. Ja, so. Okay, krass. Da kacken die sich in die Hose. Und dann habe ich gemerkt, und seitdem arbeite ich immer wieder mit diesem Mechanismus. Ich will das gar nicht tun, aber wenn sie die Kinder nicht schützen, werde ich es öffentlich machen. Und natürlich habe ich mir damit auch eine Menge Feinde und Kritik eingefangen, aber weißt du was? Hey, ich komme aus Berlin-Köln. Die Reihe meiner Feinde geht einmal am Block, also stell dich verdammt nochmal hinten an und zieh dir eine Nummer. So. Also, und mittlerweile sind die weniger geworden, die Fürsprecher, also gehen jetzt in die Millionen, es sind schon ein paar, würde ich sagen, bundesweite Kampagnen, viele, viele Dinge, die da bewegt wurden. Und als ich dann noch das Thema Kindermissbrauch mit dem Bündnis Kinderschutz, ich hatte zuerst den Camp Stahl, das waren ja die Seminare und die Aufklärung, dann die bundesweite Kampagne Stopp Mobbing, die ja jetzt auch in andere Länder überschwappt und auch Stopp Bullying ist, ich habe ja auch Stopp Bullying. Und dann, als ich gemerkt habe, ich habe zwar immer wieder auch über Missbrauch mal geredet, aber ich habe mich auf ein Kernthema Mobbing und Gewalt und Vorurteile spezialisiert. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, Anfang der Pandemie kamen diese ganzen Missbrauchsfälle so in den Fokus. Und habe ja gedacht, na, da muss ich doch jetzt mal einer hinnehmen als Prominenter oder mal richtig Druck machen. Und das gleiche Thema war bei Mobbing auch. Wenn ich nach Unterstützung gefragt habe, Carsten, wir finden es toll, aber... Unterstützung wo? Bei den Plattformen, Medien? Ja, bei Plattformen. Also ja, sagen wir, so Prominente können es ja multiplizieren. Es war unangenehm und Missbrauch noch viel schlimmer. Und dann habe ich gesagt, okay, gründet das Bündnis Kinderschutz und macht das halt auch noch. Ja? Ist ja naheliegend, ist ja der gleiche Buchstabe. Mobbing, Missbrauch. So, und dann haben sie mir wieder alle einen Vogel gezeigt und dass ich doch ein Spinner bin und ja.
Und kurz darauf kamen dann die Kindersexpuppen, wurde ich darüber informiert durch eine E-Mail, dass es Kindersexpuppen bei zwei großen Anbietern gibt. Den Namen nehmen, sage ich jetzt mal nicht. Und dachte ich, was bitte, Kindersexpuppen? Ich meine, Sexpuppen ist mir schon klar, dass es so weit gibt, ja. Aber Kindersexpuppen, und dann habe ich mir das angekickt, was das ist, und du kannst dir das ja nicht einer Widerwärtigkeit vorstellen. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Puppen, die missbraucht werden, sondern die dafür angefertigt werden. Also, stell dir deine Vorstellung vor, kannst du in allen Größen, Hautfarben, Kulturen, ist widerlich. Und dann habe ich mich mit diesem Unternehmen in Verbindung gesetzt und habe gesagt, sagen Sie mal, ist das normal? Und dann sagten die zu mir, naja, wissen Sie, wir stellen die ja nicht her. Nee, ihr versendet die. Damit macht ihr euch ja mitschuldig. Ja, es wäre nicht unser Problem. Also so in der Art, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, also ihr signalisiert mir, es wäre es nicht euer Problem. Und ich sage, wisst ihr was, wenn ich eins gut kann, ich kann es zu eurem Problem machen. Ich habe es öffentlich gemacht, ich habe eine Petition gestartet, ich habe es laut und deutlich gesagt, ich habe es in die Politik getragen, dann hat die Politik zu mir gesagt, oh, schwierig, nicht greifbar. Ich will nicht hören, was ihr nicht könnt. Ich will, dass es verboten wird, weil es gefährlich ist, weil es wie eine Einstiegsdroge ist. Wenn die sich daran ausprobiert haben und das nicht mehr reicht, nehmen sie sich Kinder. Dann, kurze Zeit später, durch mein Bündnis habe ich andere kennengelernt. Und dann kam ein engagierter Vater aus Holland auf mich zu, der selbst auch betroffen ist, dadurch auch natürlich ein anderes Wesen hat, sehr sensibel etc., auch nicht diese Wucht dahinter. Und der sagte mir, es gibt ein Handbuch für Pädophile. Der gedacht, was gibt es? Ja. Handbuch für Pädophile? Ich sage, also um es mal deutlich zu machen, das Ding hat fast 1000 Seiten und ist praktisch ein Lehrbuch, wie man Kinder missbraucht, ohne erwischt zu werden. Wie man seine DNA verwischt. Was das gibt? Oh, ja. Es gibt schon heutzutage einfach gar nichts, was es nicht gibt. Genau das habe ich auch gedacht. Und ich habe gedacht, okay, aber das muss doch verboten sein. Ich sage, in manchen Ländern mittlerweile ja, aber in meinem Land, in Deutschland, in dem Land, wo viele auch hier zuhören, die das als ihr Land bezeichnen, war es nicht verboten. Und dann habe ich wieder gesagt, sag mal, fühlte sich keiner zuständig? Den Mechanismus kenne ich schon bei Mobbing, bei den Sexpuppen. Ich sage, dann mache ich euch zuständig. Habe eine Anzeige gemacht bei der Oberstaatsanwaltin, die dafür zuständig war, Frau Busweiler in Frankfurt. Die ist zuständig für Internetkriminalität und andere Dinge. Und habe halt Druck gemacht, es in die Öffentlichkeit gemacht, habe darüber geredet, in Podcasts, in Interviews und vor allen Dingen über meine Kanäle, die nur und ja schon Reichweite auch erreichen. Es sind schon ein paar Nullen dran, ja. Und die Leute waren fassungslos, genauso wie du. Vor allem, weil ich es sehr intensiv ausgemalt habe, was da alles drinsteht. Ja? Wie man ein Kind entführt, wie man es anlockt, wie man die Eltern manipuliert, wie man Spuren hinterlässt, also nicht hinterlässt. Und wie man ein Kind im schlimmsten Fall sogar mundtot machen kann. Und das sind so Dinge, wo ich sage... Crazy. Und er gesagt, sowas muss verboten werden, weil es ist für mich gleichzusetzen, als wenn es eine Bombenanleitung ist für einen Terroristen. Yeah. In Deutschland nicht verboten, also... damit du die Perversität dahinter erkennst. Nehmen wir mal an, es würde ein Mensch dabei erwischt werden oder festgenommen werden wie ein Missbrauch. Dann durchsucht man seine Wohnung. Das ist ein normaler Anlass. Jetzt nimmt man alles mit. Sein Computer, sein das, alles was da... Dann findet man das Handbuch für Pädophile. 1000 Seiten. Also es sind übrigens, ich zeige das mal so, das sind 4 Ordner voll. 4 Leitsordner, ja, ohne Werbung zu machen, aber damit ihr es wisst. Oder zig Seiten im Netz. Das müssen sie ihm wiedergeben. Es ist nicht verboten. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und auch da hieß es wieder, schwierig zu greifen, geht nicht karten. Damit komme ich nicht so richtig klar, weißt du? Da komme ich nicht so richtig klar, Patrick. Und also vom Gründen des Bündnis Kinderschutz im März letzten Jahres, Kindersexpuppen und Handbuch für Pädophile sind jetzt verboten in Deutschland. Okay, das habt ihr durchgebracht jetzt. Geil. Man kann was verändern. Congratulations. Wenn man seinen Arsch hoch bewegt, wenn man den Mund aufmacht, wenn man sich nicht abwimmeln lässt und wenn man die Öffentlichkeit mit hineinzieht. Weil die öffentliche Wahrnehmung, damit du das System, ob in Deutschland oder in der Schweiz oder sonst wo kennst, Politiker handeln nur dann, wenn es ihnen nutzt oder wenn sie Angst haben, es schadet ihnen. Und ich gebe ihnen die Option, ihr könnt die sein, die es verbietet und seid Helden, oder ihr seid denen, denen es um die Ohren fliegt. Ich bin derjenige, der es öffentlich macht und Druck macht. Und dann... Und jetzt zu dem Mechanismus. Also ich habe das Thema Mobbing sensibilisiert bundesweit und über die Grenzen hinaus. Vor 8 Jahren hat man darüber auch gesprochen, aber geflüstert. Mhm. Jetzt, guck mal, was habe ich denn getan, wenn Leute mich fragen? Naja, zum Beispiel habe ich Dinge gemacht, die vor mir keiner gemacht hat. Ich habe Sat.1 angezeigt. Ich habe RTL angezeigt. Ich habe Pocher angezeigt. Du hast deinen eigenen Fernseher, also den Fernsehsender, der dich ausstrahlt, hast du dann angezeigt. Oh, ja, angezeigt, weil ich gesagt habe, ich dulde das nicht. Ja. So, und natürlich stand das in den Zeitungen. Finde ich auch geil. Braucht auch Mut dazu, weil...
Also ich weiß nicht, wie dann der Sender darauf reagiert hätte. Naja, nicht unbedingt positiv, aber die entscheidende Frage, ich bin ja nun mal der das Thema da mobilisiert. Ich wäre unglaubwürdig, wenn ich es nicht. Klar. Manchmal, ich hab's natürlich mit Bündnispartnern auch zusammen gemacht, also über Liebe, wen du willst. Die setzen sich schon ganz stark gegen Homophobie ein. Nur mal zum Beispiel, die sind auch Kooperationspartner von TikTok gewesen und TikTok fördert auf ihrer Plattform, weil sie es nicht verbieten oder nicht richtig eingreifen, Homophobie, Rassismus etc. Die haben das immer wieder gemeldet und vor anderthalb Wochen hatten wir ein Telefonat mit dem TikTok-Chef, der für TikTok Deutschland zuständig ist. Und die wollen das nicht richtig kapieren. Jedenfalls haben die jetzt die Kooperation gekündigt und wir haben es öffentlich gemacht. Das war eine Bildzeitung auch. Und siehe da, kaum haben wir das gemacht, fängt an, TikTok meine Videos zu sperren. Das ist doch lächerlich. Ich muss dir sagen, ihr seid so lächerlich. Von mir aus könnt ihr den ganzen Kanal sperren und schreck dann in den Arsch stecken. Ja? Also, aber das verstehst du. Hier ist auf TikTok, ja. Hier geht es um die Kinder. Und das macht mich glaubwürdig. Und jetzt nochmal zu dem Thema. Warum Politik? Stell dir das so vor. Egal wie viele Millionen von Menschen hinter mir stehen. Es sieht immer so aus. Ich trage es zum Spielfeldrand, weil wir gerade bei der EM sind. Dann kommt ein Spieler vom Platz, nimmt das an sich und dann spielen die auf dem Platz. Ich bin der die komplette Arbeit geleistet hat, teilweise mit anderen, bringen es zum Platz und die spielen damit oder arbeiten damit. Und da habe ich gesagt, und dann muss ich aber zugucken, ob sie es tun oder ob sie es nicht tun. Ob sie richtig und da habe ich gesagt, jetzt reicht es. Jetzt habe ich gesagt, jetzt gehe ich einen Schritt vor. Und jetzt stehe ich auf dem Platz. Und jetzt? Ich kann das doch genauso. Du kannst auch in die Politik gehen. Na, sag mal. Ja, so, wie? Was brauchst du dafür einen Titel? Welchen gekauften Titel, Frau Giffey, brauche ich denn dafür? Was brauchst du dafür? Einen Lebenslauf? Welchen gefälschten Lebenslauf, Frau Babek, brauche ich denn dafür? Ja, also lächerlich. Ich bin der, der ich bin und der bin ich durch Leistung und durch Lebenserfahrung. So, und das ist im Endeffekt das Geheimnis. Und ob ich jetzt gewählt werde oder nicht, ist mir doch vollkommen egal. Es ist das symbolische Zeichen, dass man das macht. Und wenn die ankommen und sagen, Stahl, Sie sind jetzt Politiker, mache ich immer so. Ich sage, wissen Sie, tun Sie mir einen Gefallen. Ich will niemals als Politiker bezeichnet werden. Ich bin freier Bürgervertreter. Ich vertrete frei die Interessen, die Nöte, die Sorgen und die Ängste der Bürger. Wissen Sie warum? Weil ich inner bin. Weil ich genauso wie die weiß, wie das ist, wenn man kein Geld hat, wenn man Schulden hat, wenn man Kinder hat, die leiden, wenn man Ängste und Nöte hat, weil ich das weiß. Und weil ich das genau weiß, weiß ich auch, dass das, was die da oben machen, der falsche Weg ist. Das ist ignorant, das ist arrogant und das ist so am Thema bürgernah vorbei, das glaubt man gar nicht. Also eher würde uns ein Asteroid aber volle mitten ins Schwarze treffen, als dass die jemals Politik für einen Bürger machen. So. Und ich bin halt auch für viele sehr erfrischend, weil ich Klartext rede. Wenn ich sage, wenn ihr Scheiße baut, dann sage ich nicht Kuhmist, sondern ich sage, ihr baut Scheiße. Und wenn ich sage, ihr könnt mal am Arsch lecken, dann sage ich das. Ja? Das passt natürlich nicht in den, brauchst du auch nicht. Es gibt so einen Leitspruch, du musst nicht jedem gefallen. Es reicht, wenn es den Richtigen gefällt. Und wenn die Richtigen wählen, haben die ein Problem. So, also deshalb. Und diese Themen sind unheimlich wichtig. Und jetzt kommen wir mal zu deinem schönen Land. Also Deutschland war beim Thema Mobbing schon sehr rückständig. Und Österreich ist es auch. Aber es gibt zum Thema Mobbing kein beschissenes deutschsprachiges Land als die Schweiz. Ihr könnt die geilsten Uhr der Welt herstellen. Ihr macht eine super Schokolade, ihr habt super Käse. Aber was Mobbing betrifft, seid ihr Versager. Okay, aufgrund der gesetzlichen Grundlage hier? Nein, oder? Aufgrund dem, dass ihr so tut, als wenn es das nicht gibt. Okay. Also bei uns in Deutschland sagen die Hälfte der Schulleiter und auch Politiker, die nehmen sich dem Thema nicht an, weil es unbequem ist. Und müsste Veränderung. Bei uns sagen die Hälfte aller Schulleiter in Deutschland, an unserer Schule gibt es kein Mobbing. Und das ist ein großes Problem, weil dadurch, dass sie das sagen, was übrigens eine Lüge ist, es gibt an keiner Schule in Deutschland kein Mobbing. Es gibt überall Mobbing, weil es gesellschaftliches Thema ist und weil es digitalisiert ist und weil die Kinder einfach der Dynamik folgen. So, ja. Aber wenn ich sage, in Deutschland macht es die Hälfte aller Schulleiter, heißt das ja auch, die andere Hälfte, die anderen 16.000 tun es nicht. Die sagen, haben wir. Man müssen wir was machen. Wir wissen zwar nicht was, aber wir müssen was machen. Und bei euch ist das Verhältnis ungefähr 95 zu 5. Wow, krass. Also ich habe noch nie, wirklich, und die Politik unterstützt auch noch so nach dem Thema, der Leitspruch vieler Politiker, oder ist ja ein Problem, über was wir nicht reden, das existiert auch nicht. Und in der Schweiz ist es so, wir sagen, es gibt kein Mobbing. Habt ihr verstanden? Oder die lenken ab. Ja, ihr habt viele Sachen, die wirklich toll sind. Also ich bin ja auch einer, der für
für direkte also Bürger. Ich will, dass die Bürger die letzte Entscheidung haben. Ja. Da Volksentscheide oder Bürgerentscheide finde ich top. Ja, da seid ihr wirklich gut. Es gibt viele Dinge, die ihr gut macht, aber da seid ihr wirklich verblendet, weil also das System ist die gleiche Problematik wie auch bei den Schulen. Der Schulleiter sagt ja nicht unbedingt aus reiner Arroganz. Der sagt das, weil er hat Angst als Problemschule. Genau, ja, genau. Er hat Angst, wenn er eine Problemschule ist, dass er in Frage gestellt wird. Mhm. Und das Gleiche kannst du hoch in die Politik modifizieren. Das ist genau das Problem. Das ist ein riesiges Problem. Problem. Wie willst du dieses Problem umgehen? Ich meine, ich sehe da nur diese Möglichkeit, dass es einfach reife, wache Menschen braucht in diesen Positionen. Also es braucht Vorreiter, es braucht Vorbilder und es braucht Menschen, die es verstehen. Ich habe ja mit der Sache, ich bin ja nur 8 Jahre dabei und auch viele Jahre mittlerweile schon zumindest mit Politikern. Deswegen kann ich auch sagen, es gibt nicht die Politik, es gibt halt solche und solche. Und genauso wie ich jetzt angefangen habe, diese Gesetze, bei Missbrauch sind sie sicher alle klar. Bei Missbrauch ist klar, das geht nicht, das ist ein Verbrechen, das müssen wir verhindern. So, und dann habe ich den klar gemacht, dass Kindersexpuppen, und das haben auch andere gesagt, ja, das ist eine Einstiegssache. Und dass ein Handbuch für Pädophile verboten werden muss, jetzt sagt das schon die Sache an sich. Mhm. Bei Mobbing ist es schwieriger greifbar. Und ich habe ja schon in Landtagen Gesetzesentwürfe mit eingebracht. Und auch und das, was ich jetzt plane, ist, ich will per Gesetz Mobbing in Deutschland mit Politikern verbieten lassen. Weil wenn wir das hinkriegen, dann können wir, und das ist für mich eigentlich mit das Entscheidendste, natürlich kann ich zwar ein Gesetz gegen Mobbing erlassen, es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich, haben wir bei Stalking auch geschafft, sondern das Thema ist, natürlich können wir die Schulen, wir können die Kinder ja nicht gesetzlich greifen, aber wenn ich per Gesetz Mobbing verbieten lasse, kann ich per Gesetz anordnen, dass Mobbingprävention an den Schulen zur Pflicht wird. Mhm. Also kann kein Schulleiter mehr sagen, an meiner Schule gibt es nicht, weil das bedeutet, wenn er sagt, er hat es nicht, macht er auch keine Prävention. Mhm. Also ordne ich Prävention an, denn die Prävention bringt die Kinder dazu, viele darüber nachzudenken, was sie da tun. Und der Verbote, Kindern zu verbieten, das und das zu tun, verändert nichts. Du musst ihnen Bewusstsein schaffen. Und ja, das kannst du nur, Mobbingprävention funktioniert nicht hierüber, darüber. Erst wenn du sie im Herzen berührst, wirst du sie im Verstand erreichen und sie werden verstehen. Du wirst nicht alle erreichen. Wir werden es auch nie schaffen, Mobbing vollkommen zu stoppen, aber wir schaffen es einzudämmen. Mhm. Und wenn man mich immer fragt, was ist dein oberstes Ziel bei Mobbing? Mein oberstes Ziel ist, dass kein Kind sich wegen Mobbing mehr umbringt und dass kein Schüler wegen Angst wegen Mobbing in die Schule nicht gehen will. Mein Ziel ist, dass die Lehrer rechtzeitig eingreifen und sich helfen lassen. Im Moment ist es eine Katastrophe. Du willst die Zahlen, ich sag's dir, Tendenz steigend. 500.000 bis 1 Million Fälle jede Woche. Jede Woche. Das sind zwischen 30 bis 50 Millionen. So, in Deutschland. Musst du runterrechnen prozentual auf die Schweiz. Mhm. So, dann hast du jeden Tag Suizidversuche und Suizide. Und das nur von den Kindern, die Erwachsenen, gibt es ja auch genug. Mobbing gibt es ja nicht nur in den Schulen, es gibt es in Büros, es gibt es in Firmen, es gibt es bei der Feuerwehr, bei der Bundeswehr, bei den größten Unternehmen. Es ist ein Geschwür unserer Gesellschaft. Und solange Leute wie Oliver Pocher mit Mobbing Geld verdienen und unsere Gesellschaft damit anstecken und verblöden, er ist nur einer. Da kannst du Heidi Klum, Germany's Next Topmodel nehmen, da kannst du Dieter Bohlen nehmen, da kannst du viele Dinge nehmen. Und guck mal, du hast ja auch mitgekriegt, dass auch eine Kasia Lehnert, eine wunderschöne junge Frau, mit einem 6-jährigen Jungen sich umgebracht hat, weil einer aus Hass, aus Wut, aus Egoismus, aus Eifersucht etwas lostritt, auch aus Dummheit. Und dann mit einer riesen Community von 7 Millionen Leuten etwas losstößt, was du nicht mehr kontrollieren kannst. Das ist so, als wenn du bei dir auf die Alm gehst, da oben, nimmst einen Schneeball und lässt den rollen. Ist es nur für dich ein Schneeball, aber unten erschlägt es in eurem Kantor eine Lawine, Tausende von Menschen. Und wer ist denn schuld? Keiner? Doch. Du, weil du den Schneeball losgerollt hast. Und auch diese, wer war denn auf der Beerdigung von Kasia? Wer? Ich war da. Wer vertritt die Interessen der Familie? Ich. Du glaubst doch nicht wirklich, dass das jetzt war. Es gibt Menschen, die denken, sie ist jetzt seit Februar tot und jetzt spricht keiner mehr drüber. Besonders der eine. Und ich will hier seinen Namen nicht erwähnen. Ja, jeder weiß es. Der denkt jetzt, es war's. Er muss jetzt dran glauben. Ja. Einer muss immer dran glauben, oder? Glaubst du wirklich, dass es das für mich war? Ich kann nur so viel sagen. Wart's ab. Wenn ich was mache, mache ich es gründlich. Und weißt du warum? Nicht um ihm zu schaden. Er hat durch sein Verhalten einen Menschen in den Suizid getrieben. Das war natürlich nicht sein Ziel.
Aber man ist nicht nur dafür zuständig, was man macht, sondern auch für das, was durch das, was man gemacht hat, passiert. Und das Mindeste, was ich erwartet hätte, ist, dass er sich entschuldigt hätte. Es war natürlich kein Alleingang. Die Medien haben ihm dabei geholfen, weil sie nicht nachgefragt haben. Sie haben ihre Sorgfaltspflicht nicht eingehalten. Da gab es auch jetzt eine Rüge von der Presse, von der obersten Presserat. Ja? Aber wie gesagt, das reicht mir nicht. Ich wüsste, weil jetzt ist es so, wenn du etwas über Kascha Lehnerst googelst und du musst dir mal eins vorstellen. Wir hatten 6-jährigen Jungen. Irgendwann hat er ein Handy und googelt seine Mama. Und dann ist im Endeffekt das, was er über seine Mama liest, dass sie im Endeffekt eine Frau aus Polen ist, die sich nur einen reichen Mann gesucht hat, um sich wichtig zu tun. Also im Endeffekt wirklich sich ganz, also sag mal, wie eine Schlampe auf Deutsch haben sie sie dargestellt. Und wenn ich dir sage, dass das nicht nur die absolute Lüge ist, was da alles gelaufen ist, sondern dass es genau anders ist. Aber das greife ich nicht vor. Ich sorge dafür, dass der Name dieser Frau wieder reingewaschen wird. Und dass der Junge, wenn er irgendwann mal das liest, der hat seine Mama verloren, weiß, dass seine Mama nicht so dargestellt stehen bleibt. Das tue ich für sie, im Gedenken an sie. Das tue ich für den Jungen und das tue ich für ihre Mutter, mit der ich sehr viel zu tun habe. Jetzt frage ich dich was. Warum macht das kein anderer? Ich bin nicht der berühmteste Prominente in Deutschland. Wo waren die denn alle? Wo sind die denn alle? Ah, ich vergaß. Einmal im Jahr, Herz für Kindertag, nicht wahr? Einmal im Jahr kommen sie zusammen, wollen in der ersten Reihe sitzen, um Fotos zu kriegen, in einem Bild zu sein. Das Jahr hat aber 365 Tage und jeden Tag stirbt ein Kind und jeden Tag wird ein Kind missbraucht und Tausende werden gemobbt. Jetzt kannst du dir darüber eine Meinung bilden, wie du das findest. Ich habe mich schon so viel ausgekotzt, dass ich gar nicht mehr kann. Das hat mit Vorbild nichts zu tun. Und es ist wichtig, darüber zu reden und auch andere dazu animieren. Es gibt ja auch Gute. Ich habe ja auch ein paar Unterstützer, auch Prominente, die das mittlerweile verstehen. Ich verlange ja nicht von denen, dass sie das jeden Tag tun, so wie ich. Aber mehr wie einmal im Jahr geht das schon, oder? Ja, und das ist es halt. Guck mal, was die teilweise posten. Ihre Weltreisen, ihre Schlüpper, ihre neuen Autos. So bis ich was. Und wenn dann mal wirklich wichtige Themen sind, dann schweigen sie alle. Es sei denn, es ist Mainstream. Oh, ja, genau. Jetzt machen wir alle Regenbogenfarben. Jetzt machen wir alle Regenbogenfarben um unser Bild. Ja? Und sag, oh, was habe ich denn gemacht? Ich habe TikTok angezählt, ich habe UEFA angezählt. Ich bin mit Liebe, wen du willst, ist mit einer der Hauptträger dort im Dings. Das ganze Jahr setze ich mich gegen Homophobie ein. Also, aber die machen es einmal. Gut. Ja, ich sehe den Punkt. Das ist so, es ist hart. Was mich interessieren würde, ist, Carsten, also du hast ja eine unglaubliche Power und Schlagkraft, die du da auf die Straße bringst mit den ganzen Projekten. Und also daherkommt, kommt von der Straße. Das wäre jetzt nämlich meine Frage, woher hast du die? Woher hast du diesen langen Atem, weil du brauchst, um solche Themen auch wirklich durchzusetzen, sei es in der Politik, durch Gesetze, ja. Woher hast du diesen langen Atem? Wo hast du diese Power? Wenn du als 10-Jähriger Junge über Monate hinweg fertig gemacht wirst, geprügelt wirst, deine Eltern beklaust, um dich freizukaufen, Suizidgedanken hast, zusammengeschlagen wirst und in eine Grube gestoßen wirst, 3 Meter tief fällst, dir die Rippen brichst, dir den Kopf aufschlägst, ein Loch im Kopf hast, sich 5 Jungs um die Grube herumstellen, dich auslachen, weil sie alle im Durchschnitt 3 bis 5 Jahre älter sind und du bist ein kleiner 10-jähriger Junge, und sie alle zu 5 auf dich herunterpissen und dich auslachen und zum Sterben in dieser Grube zurücklassen, dann macht das was mit dir. Krass. Ich wollte sterben, Patrick, als ich in dieser Grube war. Und ich wäre tot, wenn ich ein alter Mann 5 Stunden später mich dort gefunden hat. Ich war 4 Tage im Koma, Bluttransfusion bekommen. Ich habe es erlebt. Ich habe es überlebt. Ich weiß, wie man sich fühlt. Und ich weiß, wie man sich fühlt, wenn dir keiner hilft. Und ein Mensch, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn ihm keiner hilft, der kann nicht wegsehen, der kann nicht schweigen. Und der wird alles dafür tun, was er kann, um die zu schützen, die keinen haben. Ich schütze Kinder. Und wer sich mir in den Weg stellt, der wird merken, dass ich sehr willensstark bin. War das klar und deutlich? Und jetzt verstehst du es. Alles klar. Krass. Ich hab ein Geschenk bekommen. Ich durfte weiterleben.
Ich durfte Vater werden. Aber ich musste erst durch das Leid meiner Kinder erfahren, dass ich was zu tun habe. Ich folge meiner Bestimmung. Und wo die mich hinführt, weiß ich nicht. Sie hat mich auch jetzt hier in einen Podcast geführt. Es wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Zwei Sachen nehme ich raus, so, wenn ich dich höre. Also erstens eben diese unglaubliche Power und Kraft, diese Durchschlagskraft. Und zweitens, wenn ich so deinen Lebenslauf verfolge, nehme ich einfach da so wahr, da gibt es nicht wirklich einen roten Faden. Doch schon, der rote Faden ist eben einfach deine Bestimmung. Du folgst, was folgst du dem? Wie würdest du das bezeichnen? Wenn du sagst, jetzt Bestimmung, folgst du deiner Freude, folgst du dem, was dich beschäftigt? Ja, wie würdest du das beschreiben? Ich folge, also erstmal das, was mich antreibt, ist das Leid. Der Schmerz. Patrick war auf 8 Beerdigungen. Da geht keiner hin. Von Eltern, die ihre Kinder begraben haben. Wie Kascha, die war 25. Ihr Jüngste, auf dem Beerdigung ich war, war 6,5. Ich bin auf Mahnwach, wie für den Tim. Tim wurde nur 2 Jahre alt. Er wurde von Anfang an seines Lebens missbraucht unter Crystal Meth Gesetz und mit 2 Jahren totgeschlagen. Ich habe die Mahnwache mitorganisiert, habe dort gesprochen. Ich war im Gerichtssaal, habe den Täter in die Augen gesehen und habe dem Richter gesagt, ich verlange Höchststrafe. Wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre der garantiert, das schwöre ich dir. Vielleicht mit 8 oder 10 Jahren weggekommen. Da wir die Öffentlichkeit reingebracht haben, hat er 15 Jahre mit anschließender Sicherheitsverwahrung gekriegt. Das ist Höchststrafe in Deutschland, höher geht nicht. Ich folge meinem Herzen. Und ich folge dem, dass ich meine Vergangenheit nicht ändern kann, aber ich kann dabei helfen. Und mitwirken, dass andere es nicht erleiden müssen und dass sich in unserem so reichen, fortschrittlichen Land endlich was verändert. Denn der Kinderschutz, der ist hier noch im 18., im 17. Jahrhundert, ganz ehrlich. Die denken alle, sie tun was, doch nur oberflächlich. Kinderschutz ist unverhandelbar. Da diskutiere ich auch nicht. Ich sage nicht zu den Politikern, bitte. Ich sage, das fordere ich. Und ich, das haben ja nur einige nur schon, stehe, glaube ich, mittlerweile für Millionen von Eltern und Bürgern, die das auch so sehen. So. Und Politik ist schmierig und Politik folgt der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn du den Druck erhöhst, müssen sie handeln. Und wenn ich dazu Druck ausüben muss, ist das schon traurig. Aber wenn es den Kindern hilft und die Kinder schützt und die Eltern ihren Schmerz und das Leid nimmt, dann ist es wichtig. Und das tue ich. Und das tue ich hier bei dir im Podcast, das tue ich im Bundestag. Und jeder spürt eins bei mir. Egal, ob die mich mögen, ob sie meine Feinde sind oder mich bekämpfen oder ob meine Fürsprecher sind. Eins spürt man bei mir immer. Ich bin echt. Und ich meine es verdammt ernst. Wenn ich sage, ich mache das so, dann wissen die, ich mache das. Ich habe nicht umsonst RTL und Sat.1 angezeigt und Pocher und da jetzt TikTok durch Hops genommen mit dem Thema. Natürlich sind die mächtig. Natürlich können die mir meinen, scheiße, sollen sie sich den Account in den Arsch stecken? Ja, zu ihrem ganzen anderen vorgekauten Scheiß. Aber ich kann in den Spiegel gucken und ich muss meine beiden Kinder angucken und denen irgendwann erklären, wenn ich nichts tue, so wie viele andere Prominente, warum ich nicht dabei mitgeholfen habe, diese Welt etwas besser zu machen, als ich die Chance hatte. Ich habe jetzt die Chance. Also mache ich es. Ich folge meiner Bestimmung. Sieger su destino. Folge deiner Bestimmung. Du hast auch eine. Du musst sie finden, perfektionieren, du musst dir folgen. Und wenn du es nicht tust, dann verschwendest du dein Talent. Dann verschwendest du deine gottgegebene Zeit auf dieser Welt. Du bist nicht dafür da, um Werte anzuhäufen. Du bist nicht dafür da, um gut auszusehen. Du bist nicht dafür da, um andere zum Lachen zu bringen. Du bist dafür da, weil du eine Aufgabe hast. Und wenn du die erfüllst, dann erfährst du wahren Reichtum. Ja, bin ich voll bei dir. Weißt du, Hunderten von Kindern geholfen, das Leben gerettet zu haben. Tausenden von geholfen zu haben. Gesetze mit verändert zu haben. Dann weißt du, dass du ein Teil, da machst du etwas Wichtiges. Und wenn man mich fragt, kannst du sehr stolz auf dich sein? Dann sage ich immer nein. Es sterben noch Kinder. Und solange Kinder sterben, habe ich eigentlich nur einen Tropfen auf dem heißen Stein. Und jetzt mal an alle da draußen. Die Gesellschaft sind wir alle. Und die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Und jetzt muss sich jeder von euch fragen, was tut ihr? Und wenn wir alle was tun, dann können wir unsere Kinder auch schützen. Denn Kinderschutz geht uns alle an. Ja klar, ich denke, Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft auch. Also jetzt, wenn ich jetzt so schaue,
wenn ich jetzt so 10, 11, 12, 13-jährige Mädchen und Knaben sehe, denke ich so, krass, so in 20, 30 Jahren sind die Leute, die dann irgendwo in Führungspositionen in Unternehmen sind oder irgendwo in der Politik sind, ja, und Leaders. Das ist, so, und wenn wir die nicht heute auch ein bisschen dazu beeinflussen, mehr Menschlichkeit zu haben oder die Würde des Menschen zu haben und nicht höher, schneller, weiter und besser und wie viele Likes oder wie viele Follower habe ich zu haben, dann verroht die Gesellschaft, egal ob auf unserer Seite der Grenze oder auf eurer Seite, immer mehr. Und ich möchte, das meine ich damit, mir hinterher nicht sagen müssen, ich habe nichts versucht zu ändern. Und das habe ich schon. Ich habe 8 Jahre meines Lebens investiert und damit fast 3 durchgängige Jahre, die ich meine Kinder nicht gesehen habe, weil ich ja immer unterwegs bin für andere, dass ich etwas gegeben habe. Ich habe Lebenszeit gegeben für andere. Und mehr kann man gar nicht machen. Aber wenn viele etwas Lebenszeit geben, vielleicht nur einen Tag, und das machen in Deutschland fast 84 Millionen Menschen, dann ist das sehr viel, was wir bewegen können. Und ich sage immer wieder zu den Menschen, wie können wir dich unterstützen? Ich sage, naja, in erster Linie fängt es schon damit an, dass ihr keine Likes macht. Ich brauche nicht eure Likes. Ihr müsst es teilen. Denn nur durch Teilen bekommt es ja eine weitere Aufklärung. Und nicht ja, dafür, Aufmerksamkeit. Die kommen und sagen, Patrick, hast du ganz gut gemacht, aber sag's keinem anderen. Das ist ein guter Punkt. Also, da sagt gerade Carsten, oder? Auch meine YouTube-Videos, die guten Sachen, die ihr geil findet, teilen, über WhatsApp, über Instagram, einfach teilen, ja. Nur so kriegt es. Ich finde, das wird zu wenig noch gemacht. So, die wirklich guten Inhalte werden zu selten geteilt. Dass Content da ist. Es muss Content sein. Du kannst auch mal Spaß haben, du kannst auch mal lachen. Ich mache ja auch mal ein paar witzige Videos und so, ja. Das kannst du auch mal machen. Aber es darf doch nicht nur tritratralala, sag ich mal dazu, ja. Heute guck mal, ja, meine neuen Tapas und hier mein Ding. Ja, neue Katzenvideos, die da durchgeschickt werden oder so, weißt du. Oder? Die Kitties werden doch so kaputt gemacht, weil wenn du dir Instagram anguckst, dann signalisiert das ja den Kindern oder Facebook, oh Gottes Willen, das muss ich alles haben, um jemand zu sein. Das ist eine totale unreale Welt. Mhm. Und alles zu 90% alle gefiltert. Was ist denn das? Ja, stellen sich vor einem Auto, ich habe es letztens erst live gesehen, stellen sich vor einem Brabus G-Modell, machen da 30 Bilder, um was zu signalisieren. Und irgendjemand hat sich die Karre wahrscheinlich bei Mercedes geleast und teilt sich nicht mit seinen 5 Brüdern. Verstehst du? Alter, verdammte Scheiße. Ja. Und da kommt man nicht an. Ich bin durch einen kosmischen Witz, so muss ich sagen, durch eine TV-Sendung zu einer bekannten Persönlichkeit geworden. Und auch in meiner TV-Sendung war ich ja immer ich. Ich habe nicht ein Drehbuch gelesen. Ich war einfach ich. Aber was wirklich? Nein, dachte du, ja klar, logisch, ja, macht Sinn. Ist aber geil. Wenn du dich selbst so spielen kannst, ja, ich perfekt, oder? Wie geil ist das? Ich habe da reingesagt, ich sage, behalte meinen Namen. Weil ich auch wusste, wenn es dann funktioniert, dann ist mein Name, ist natürlich dann auch bekannt, ja. Und aber ich habe damals nicht gedacht, dass sich daraus das entwickelt. Aber deswegen sage ich, das ist ja eine Bestimmung, das ist ein Leitfaden, den das Schicksal, nenn es Gott oder wer auch immer macht, der hat das angelegt, von deiner Geburt an. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das alles durchmache, überlebe, dann dahin komme und heute das mache? Soll das einfach nur Glück sein? Soll das einfach nur, Zufall gewesen sein? Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube nicht dran. Ja? Gar nicht. Deswegen kannst du auch viele Dinge, die jetzt in der Pandemie einfach schon im Vorfeld, die konntest du mit Ansagen schon sehen. Ja? Und und natürlich hat viel auch mit Geldinteresse zu tun und Machtinteresse zu tun. Ja? Hier muss niemand irgendwas leugnen. Aber Fakt ist, kann auch nicht leugnen. Und alleine schon die Frechheit der Regierungen zu sagen, Kollateralschäden. Ich sage Kollateralschäden, wisst ihr, wie viele Millionen das sind? Wie viele Existenzen, wie viele Menschen gestorben sind wegen nicht durchgeführter Operationen und jetzt kommt raus, die hatten Betten frei. Ey, das war ja schon unterlassene Hilfeleistung. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Das ist eine Form von Mord. Damit machst du natürlich einen Loop auf, der ist riesig, oder? Das ist aber guck mal, sage ich. Auch das ganze Leid, was kreiert wurde, es geht ja nicht nur um die Leute, die gestorben sind durch das. Nein. Guck mal, ich habe ja schon vor der Pandemie, hat man mich ja gefragt, Herr Stahl, was glauben Sie, ist die große Gefahr? Ich sage, der Missbrauch und die sexualisierte Gewalt und die Gewalt gegen Kinder und Frauen wird zunehmen, weil dieser ganze Leidensdruck geht ja nach unten. Also und jetzt kamen ja die Zahlen, heute auch wieder in FAZ, die große Frankfurter Allgemeine, wow, sie schreibt endlich mal über das Leid der Kinder. Warum? Weil ich es dir sage,
weil Julian den Mund aufgemacht hat. Weil Julian Reichelt die Verantwortung für etwas übernimmt, was die Regierung verkackt hat. Und jetzt merken sie alle, oh, ist ja doch wichtig. Mhm. Muss man heute gucken. Muss man den Artikel lesen? Ich habe es vorhin auch gepostet. Das ist so. Aber wir ändern ja nicht alleine nur was darüber, dass wir anprangern, sondern wir müssen auch Lösungen finden. Aber die erste Lösung ist, dass wir uns der bewusst werden, dass wir Probleme haben. Und die können wir nicht schweigen, die können wir nicht wegreden. Damit wird es nur schlimmer. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir auch Veränderungen vornehmen. Und Veränderungen sind andere Gesetze schaffen, viel schneller durchgreifen, auch mehr Anlaufstellen schaffen, Prävention und Aufklärung machen und. Und dann haben viele zu mir gesagt, Carsten, was du da machst, ist schon längst Politik. Und da habe ich gesagt, ja, verdammte Scheiße, stimmt. Dann gehe ich einen Schritt vor. So, und wer weiß, jetzt, erstmal musst du ja überhaupt gewählt werden. Dann bist du Abgeordneter von Berlin, ja. Tja. Wann sind die Wahlen bei euch? Im September. Okay. Wie sehen Sie deine Chancen aus, so realistisch? Also grundsätzlich bin ich ja in einer Partei drin. Die Partei muss ja im Endeffekt, du musst 5% haben und dann zieht die Partei ins Abgeordnetenhaus ein. Ja? 5%. Ob jetzt andere Parteien so und so viel, aber das ist halt das Minimum. Und jetzt, uns gab es ja vorher in Berlin gar nicht, die Freien Wähler gab es ja nicht. Also nicht messbar. Jetzt sind wir halt da, wir machen das jetzt seit anderthalb oder knapp 2 Monaten. Die Wahlkampf hat ja noch nicht begonnen, weil schießt ja nicht vorher. Sind jetzt nach den Umfragen ungefähr bei 3,5%. Okay. Tendenz steigt. Mhm. Ja, wir müssen mobilisieren. Und wir haben ja noch nicht mal angefangen. Also deswegen sage ich, also immer wieder, und selbst wenn es nicht wird, ist es mir auch egal. Aber es bringt ja dem ganzen Thema eine Aufmerksamkeit. Klar, es bringt Aufwind, es bringt Dynamik rein ins Game. Ja, mit mir geht der Kinderschutz in die Politik. Weil wenn ich dort stehe, stehe ich für den Kinderschutz. Klar. Auch gleich zu der Partei, bei der ich bin, gesagt, mir sind eure Parteiinteressen sekundär. Ich gehe für den Kinderschutz. Und wenn morgen einer von der SPD, von den Grünen, von den Linken, von der CDU oder CSU zu mir ankommt und sagt zu mir, ey, ich habe das und das Thema und den Gesetzesentwurf und den Gedanken, kannst du uns unterstützen, dann mache ich das. Weil es mir nicht darum geht, dass das ja bei der anderen Partei ist, mir doch scheißegal, das Thema ist wichtig. Mhm. Das habe ich schon mehrfach jetzt bewiesen, obwohl wir ja schon irgendwo im Vorwahlkampf sind, habe ich das und das. Und guck mal, ich habe ja diese Gesetze nicht mit den Freien Wählern umgesetzt, sondern mit der CSU, CDU. Also ja, es gibt gute und es gibt auch andere. Ich habe Leute bei der SPD, ich habe Leute da. Also, du musst beim Kinderschutz, der hat für mich oberste Priorität und der steht über Macht- und Politikinteressen. Und sowieso über Geldinteressen. Und vielleicht hast du es gesehen, ich habe auch was gesagt, sehr wichtiges Urteil. 1,2 Millionen Euro Entschädigung für ein behindertes Kind und lebenslange Rente. Weil eine Versicherung 11 Jahre nicht gezahlt hat und die Familie hingehalten hat. Ja, habe ich kurz gesehen bei dir auf Insta, ja. So, und so eine hohe Summe gab es noch nie, weil die jetzt entschieden haben, jetzt strafen wir euch mal richtig ab. Und ich hoffe, dass das ein warnendes Signal an alle Konzerne und an alle Versicherungen sind, dass die Würde des Menschen und das Leben des Menschen über Geld und Konzern und Aktieninteressen stehen. Das ist wichtig. Ja? In Amerika sind so eine Urteile normal. Bei uns kriegst du sowas nicht. Deswegen war das ein gigantisches Urteil. Ja, diese Urteile sind halt eben nicht nur Urteile, sondern sind wie ein Signal. Symbol. So ein Exempel. So. Genau. Bam. In your face. Das sollen sie haben. Die sollen einfach wissen, ups, jetzt müssen wir mal richtig ableichen. Ja, und dann stehen sie mal da. Hätten sie das, ich sag mal, ich habe mal so ein bisschen geguckt, hätten sie einfach vorher rechtzeitig bezahlt, da ging es um 250.000 Euro. Ja, so. Und da war noch nicht mal lebenslanger Anspruch. Jetzt haben sie im Endeffekt 1,2 Millionen zu zahlen plus lebenslange Rente. 2.500 oder 600 Euro im Monat. Ja, also ich finde es gut. Danke dem zuständigen Gericht für dieses wichtige Thema zum Schutz der Kinder und der Würde des Menschen. Nice. Jetzt, was mich noch interessieren würde, Carsten, stell dir vor, du gehst 30 Jahre in die Zukunft und ich weiß, 30 Jahre ist eine lange Zeit. Hier mit 50. Kann sehr viel passieren. Ja, 2050, 55, so in diesem Zeitraum. Was glaubst du, wie die Gesellschaft und wie die Welt aussieht in 30 Jahren? Aus deiner heutigen Perspektive. Ich weiß, es ist immer schwierig, das vorauszusehen, aber ich gehe mal davon aus, du hast dir auch schon darüber Gedanken gemacht und hast da verschiedene Szenarien. Was glaubst du, was das möglichste Szenario ist? Also erstmal glaube ich, dass die Welt dann so schnell ist,
und so schnelllebig ist, weil wie schnell sie jetzt schon ist, wir sind bei 5G, wo sind wir dann erst? Und ich glaube, dass wenn wir nicht aufpassen und nicht etwas entschleunigen, dass die Würde des Menschen, das Leben des Menschen auf der Strecke bleibt, sondern dass es nur noch nach höher, schneller und weiter geht. Und genau an diesem Punkt der Entscheidung sind wir jetzt. Wo wollen wir uns hinbewegen? Und ich glaube, das ist einfach ein sehr, 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 sehr gefährlicher Mix, der sich da aufkocht. Ja, wir müssen in die Zukunft denken und planen, aber die Zukunft darf niemals auf der Kosten der Würde und des Menschenlebens aufgebaut werden. Also nie, dass das zurücksteht. Und das ist halt, diesen Spagat hinzubekommen zwischen all dem, was vor uns liegt und all dem, aber auch was hinter uns liegt. Denn hinter uns liegt Erfahrung. Wir sollten doch gelernt haben aus der Vergangenheit. Das ist, weil wenn wir nicht aufpassen, wird sich unsere Gesellschaft immer mehr spalten. Das kommt ja immer mehr auf. Und da gibt es nur die super, super Reichen und die super, super Schnellen und die super, super Schönen. Und dann kommt eine ganze Weile gar nichts. Und das ist etwas, was ich mit argwohnigen Augen sehe. Und dann sind wir wieder an dem Punkt. Ich will nicht dastehen und sagen, ich hätte nichts gesagt. Weil in 80 Jahren bin ich ein alter Sack. Viele sagen, bin ich heute schon. Ich sage, naja. Die Power sehe ich nicht bei vielen jungen Menschen, aber gut. Aber in 80 Jahren definitiv, in 30 Jahren, ob ich dann überhaupt noch lebe. Aber dann kann ich zumindest sagen, ich habe warnende Worte gesagt, ich habe auch was getan und ich werde ja noch weiter was tun. Und sollte ich jetzt in die Politik gehen, muss das ja noch nicht das Ende sein. Du kannst ja dann, weißt du ja nicht, du weißt es nicht, wo du dich bewegt, ja. Aber ich werde zumindest versuchen, immer wieder daran zu appellieren, auch mal innezuhalten, zu entschleunigen. Und nichts zu vergessen, weil ich sag dir, das hier ist ja schon in 10 Jahren Vergangenheit. Ja, wahrscheinlich ist irgendwo ein Körper, oder Körper drin. Ja. Ganze Visionen mit Chip drin und, guck mal, in 10 Jahren glaube ich nicht, dass es mehr normales Fernsehen gibt. Das siehst du auch jetzt, ist doch schon alles schon, das wird alles absterben. Heute mal sagen, vielleicht undenkbar, ach so, ehrlich, wo ist denn die VHS-Kassette? Wo ist denn heute schon eine Videothek? Die Videotheken sind weg. Ja, also es gibt bestimmte Dinge, die immer sein müssen, wir werden immer essen müssen, wir müssen immer, das wird immer funktionieren, das wird immer da sein, das war schon immer da, also, aber bestimmte Dinge sind nur von kurzer Dauer. Die mögen 30 Jahre funktionieren, aber, und das meine ich, früher, guck doch mal, wie lange gab es Platten, Kassetten. Und das kannst du vergessen. Das waren so eine Abschnitte, das sind jetzt nur so zack, 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 zack. Ja, und immer wieder. Das tut nichts anderes wie das hier eigentlich. Mittlerweile ist das hier aber eigentlich, das Hören ist doch schon gar nicht mehr hier bei den Menschen. Ja. Ja? Du bist ein Arbeitsinstrument geworden. Heute kannst du vom Handy aus und überall aus arbeiten, oder? Ja. Ich habe gerade gesehen, du hast das Pro Mac, kam gestern an. Ja, Apple. Pro Mac, ja. Genau, ich habe auch genau das in Graphit, weil bin immer weg, ich wollte nicht hin, weil du halt zu wenig, da hattest du ja immer 128 maximal, ja, aber das neue hat ja 512, weil ich brauche einfach eins mit großen Tasten. Entweder sind es meine Augen oder meine Finger, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich zu krasse, dicke Finger da. Also, ja. Yes. Ich würde gerne noch die letzte Frage stellen. Es geht so ein bisschen auch wieder in die Richtung, in der wir jetzt schon gesprochen haben, da bin ich mir sehr sicher. Aber wenn du jetzt mal dir vorstellst, dass du auf die Welt runterschaust, auf den Planeten nochmal. Irgendwann, du auch. Wie? Tun wir beide mal. Irgendwann schauen wir runter. Ja, runter. Ja, wenn du stirbst, ich weiß nicht, ob wir da irgendwo hochfliegen oder so, aber wenn wir zum Mond oder zum Mars fliegen, dann schauen wir auf jeden Fall runter. Runter, hoch, links, rechts, wo ist es überhaupt? Oder wo ist es unten, wo ist es oben? Bei der Frage, wo du gerade stehst, jedoch. Ja. Was glaubst du denn, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten, wenn du diese 7,8 Milliarden Menschen anschaust, von oben vom Mond, guckst runter, was glaubst du, was braucht er am meisten aktuell? Ich glaube, am meisten braucht er Vernunft. Denn sich jetzt in dieser Situation vernünftig zu verhalten, ist sehr wichtig. Weil wir an einem Scheidepunkt stehen, an dem sehr schlimme Dinge passieren könnten, wenn wir nicht vernünftig sind. Das betrifft jeden. Vernunft hat jeder in sich, wenn er auf sie hört.
Das gilt für mächtige Menschen, die Geld haben, die Einfluss haben, aber für jeden Einzelnen von uns. Es fängt ja schon mit an mit der Vernunft, wie wir uns in Kommentaren verhalten. Schau doch mal, wie sich Menschen auf der Straße verhalten, weil einer vielleicht die Maske nicht richtig aufhat oder überhaupt keine Maske aufhat oder und. Es passieren Dinge, die haben mit Vernunft nicht mehr zu tun und auch nicht mehr mit Rationalität. Und wenn wir die nicht langsam so ein bisschen wieder hinbekommen, vor allem unsere Menschlichkeit, ja, dann bewegen wir uns auf ganz dünnem Eis. Und diese Pandemie, diese Krise, die schlimmste Krise in der Nachkriegszeit, die hat nicht das Beste in uns Menschen hervorgeholt, sondern viele Dinge, die eigentlich weit weg sein sollten von uns. Und wenn das jetzt noch weiterläuft, dann weiß ich nicht, was noch passiert. Eins weiß ich. Wir haben unseren Kindern einen großen Teil ihrer Kindheit gestohlen. Wir haben alten Menschen Zeit mit ihren Familien gestohlen, die sie vielleicht nie wieder bekommen, wenn sie nicht sogar schon wegen Vereinsamung gestorben sind. Hm. Wenn man dir und mir ein Jahr klaut oder zwei oder drei, ist nicht schön, aber wir werden es durchstehen. Du hattest das Recht auf eine Kindheit. Ich hatte das Recht auf eine Kindheit. Meine Kinder haben anderthalb Jahre ihres Lebens, ihrer Kindheit verloren. Und das gilt für Millionen anderer Kinder auf dieser ganzen Welt auch. Und ich finde das ist sehr, sehr, sehr kritisch zu betrachten. Und ist nicht mit allem zu rechtfertigen, was man jetzt aber probiert. Und deswegen fand ich es so wichtig, dass wenigstens einer mit Reichweite, mit einer großen Reichweite sich hinstellt hat, da kann man sagen, über die Zeitung, was sie will, sich hinzustellen und zu sagen, ich entschuldige mich bei den Kindern für das Leid, was euch angetan wurde, fand ich wichtig. Und das hätte die Regierung machen müssen. Aber welche Fehler? Wir haben das richtig gemacht. Habe ich noch nie gehört, dass Fehler gemacht wurden. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht habe ich es nicht gesehen, nicht gelesen. Ich auch nicht. Oder das muss so klein gewesen sein im Gedruckten. Mhm. Ja. Also Vernunft. Vernunft okay. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache. Und Menschlichkeit sowieso, aber die Vernunft erstmal wieder zu erkennen und wo wollen wir. Ja, ich bin voll auch bei dir, Vernunft, sicher wichtig, Rationalität, und sonst werden wir wieder zurückgeworfen zum Tier, was ja auch noch in uns ist, oder? Ja, manchmal bei manchen auch vor. Ich meine, hast du gesehen, als jetzt mit den Klo, also es gab ja wirklich, ja, das wie sie sich um die Klorollen geschlagen haben, ja? Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das ist das limbische System, unser Säugetiergehirn. Oh ja, und manche haben sich nicht rausentwickelt aus dem Neandertaler. Ja. Ja, kann man so sagen. Du hast noch Menschlichkeit angesprochen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema, worüber auch debattiert werden müsste. Weil was ist überhaupt Menschlichkeit? Was bedeutet Menschlichkeit? Weil ich denke, wir gehen auf eine Zeit zu, auch, wie du es auch schon gesagt hast, mit künstlicher Intelligenz und Technologie und alles. Da ist es wichtig, dass wir uns über solche Themen unterhalten. Was bedeutet es, Menschlichkeit oder Mensch zu sein? Und wie bringen wir das in unsere Systeme, in denen wir sind? Familie, Gesellschaft, Schule, überall rein, ja? Menschlichkeit, genau, zu definieren ist ja immer, also wenn jeder nur den zu seiner Rechten und zu seiner Linken menschlich behandeln würde, dann haben wir einmal Menschlichkeit rund um die Welt. Wie kann es sein, dass Menschen über jemanden, der am Boden liegt, herübersteigen, oder wegsehen, anstatt ihn zu fragen, warum er liegt. Der könnte ja eine Krankheit haben, umgefallen sein. Die Menschen, mit Menschen, die Verlorenen in unserer Gesellschaft, mit Obdachlosen umgehen. Dass alte Menschen in unserer reichen Welt nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen müssen oder Flaschenpfand sammeln. Ich meine, ich finde das sehr erbärmlich. Und wenn ich dann Politiker höre, wie einen Herrn Scholz, der vor zwei Tagen oder drei Tagen erst gesagt hat, ich weiß nicht, was Benzin kostet, weil ich tanke nicht selber und ich gehöre zu denen, die mehr Geld verdienen und deshalb weiß ich das nicht. Also weißt du, was für ein muss man sein, um so arrogant von, da siehst du, vollkommen abgehoben. Beigeschlossen am Ziel. Kanzler, ja, so. Und aber andererseits kann es auch nicht sein, dass manche jetzt, ich kann Kanzler, und haben noch nicht mal die Ehrlichkeit zu sagen, was sie in ihrem Leben wirklich gemacht haben oder nicht. Also ich weiß, wenn mich jemand fragt, Carsten, wen soll ich wählen? Dann sage ich immer, wählt die Menschlichkeit. Guck die, welche, die wirklich menschlich sind. Also das Problem ist bloß, ich find sehr wenige da. Und ich habe welche kennengelernt. Und soll ich dir was sagen? Ich habe welche kennengelernt, die mir selber sagen, Carsten, ich komme in meiner Partei nicht weiter,
weil ich zu menschlich bin und weil ich nicht allem, zu allem Ja und Aren sagen, was die anderen machen. Oder mir manche gesagt haben, ich bin erst 18 Jahre dabei. Wie bitte? 18 Jahre, ja, das ist in der Politik nicht lang. Alter, ich bin noch nicht mal dabei. Ja, aber ich habe halt eine andere Schlagkraft. Geil. Ich bedanke mich bei dir, Carsten, für das tolle Gespräch. Guter Input, viel Input. Ich denke, kann sicher der eine oder der andere auch was herausziehen. Und du kannst gerne für die Schweiz versuchen, auch das eine oder andere loszutreten. Wie gesagt, die Schweiz ist, was Mobbing, den Mobbing-Thema betrifft, sehr, sehr verschlossen. Sehr, also ich sag mal, teilweise die Politik sehr arrogant. Ich merke das halt wirklich und es ist sehr, sehr, sehr traurig. Ja. Sie sprechen zwar darüber, aber halt so nach dem Thema, so ist auch immer wieder, ja, aber das ist bei uns, wir haben das nicht. Und wer so eine Scheiße erzählt, die Welt ist digitalisiert und mit der Digitalisierung haben wir sie verroht. Es gibt keine Ecke in Deutschland, keine Ecke in der Schweiz, keine Ecke in sonst einem reichen Land, wo Mobbing nicht ist. Soll ich da was sagen? Wo Mobbing am wenigsten gibt? In den ärmsten Ländern. Klar. Ja, das ist. Wird ausgelöst durch die Gruppendynamik und den Gruppenzwang und die Positionierung. Und umso besser ich mich positioniere, umso besser geht es mir. Was hast du, was bist du, was kannst du? Und wo alle ähnlich sind und alle gleich arm sind, da gibt es das nicht. Und da ist die Menschlichkeit, auch sich gegenseitig zu helfen, noch mit am größten. Und jetzt sagen die, das ist ein Entwicklungsland? Ich weiß wohl nicht, wer hier Entwicklungsstörung hat. Nicht die. Zumindest nicht in der Menschlichkeit. Wo können die Zuschauer und Zuschauerinnen dich finden? Du bist unterwegs. Und das ist deine Hauptplattform? Meine Hauptplattform, also ich bin bei Instagram, ich bin bei Facebook und ich bin auch bei YouTube, habe einen eigenen Kanal, wo ich auch diese Themen, wo ich unter zweimal die Woche einmal so ein Call-Carsten-Talk habe, so heißt ja auch, wo ich praktisch betroffenen Eltern, Kindern etc. beistehe, Tipps gebe, helfe. Und einmal die Woche habe ich so ein Klartext-Interview, wo ich halt entweder online oder auch meistens vor Ort mit Menschen mit einer gewissen Reichweite spreche über bestimmte Themen. Oft natürlich zum Thema Kinderschutz und Veränderung, Verantwortung, aber auch mal witzige Dinge, einfach um dort eine Plattform zu haben. Aber ansonsten halt mit Cam Stahl bei Facebook, bei Instagram, auch mit Stop Mobbing. Also man findet mich schon, wenn man mich da so ein bisschen sucht, die mit dem blauen Haken und eins. Aber immer wieder, es gibt natürlich 300, 400 Fake-Profile. Aber ich sage immer wieder den Leuten, schaut euch doch bitte die Reichweitenzahlen an. Wenn da einer 3 oder 4 oder 1000 hat und ein anderer 300, 400.000, dann... Und dann, bevor ihr den falschen Leuten folgt, wäre ja mal ein bisschen traurig. Aber grundsätzlich ist es so, ihr müsst nicht mir folgen, folgt eurem Herzen. Super schönes Abschlusswort. Ich verlinke all die Channels von dir natürlich hier in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei all dem, was du machst und natürlich viel Freude. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute, alles Beste und eine schöne Zeit jetzt im Sommer. Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Bye-bye, Carsten. Danke. Papa.